So, ihr Lieben, heute stelle ich euch den WYSIWYG What You See Is What You Get Editor des Wikis vor. Hier sehen wir ganz, ganz viele Schaltflächen und jetzt werden wir klären, was diese denn eigentlich zu bedeuten haben. Das erste, was wir machen, ist, wir schreiben einen Text und wir sagen, das ist fett. Und wenn wir das auch wirklich fett haben wollen, dann markieren wir das mit zwei Sternchen. Hinten kommt noch ein Punkt raus. So, das gleiche passiert, wenn ich schreibe, das ist fett, ups, Punkt, das Ganze markiere und dann auf diese Schaltfläche Bold drauf drücke. Dann habe ich ja auch zwei Sternchen. Wir machen hier mal einen Zeilenumbruch, damit das etwas schöner aussieht. So, das Ganze kann man jetzt auch kursiv gestalten. Man markiert das Ganze, drückt auf kursiver Text, Italics auf Englisch, ja, und macht einen Zeilenumbruch und macht noch Unterstrichen. Die Markierungen dafür sind jeweils zwei Unterstriche vor und nach dem Wort. So, was gibt es noch ganz Wichtiges hier auf unserer Schaltfläche? Man kann auch einen durchgestrichenen Text haben und noch einen Codetext. Sagen wir mal, wir schreiben hier Test und das wollen wir als Codetest haben. Dann machen wir hier zwei Apostrophe rein. Und wie genau das aussieht, das werden wir jetzt sehen. Und zwar genau haben wir hier das Fett markiert. Hier haben wir dieses Wort kursiv markiert, unterstrichen. Darunter und das hier, wenn man zwei Apostrophe vor einem Wort setzt, hat man genau das Wort als Code dargestellt. So, die hier kennt ihr hoffentlich noch, Überschriften, auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument im Wiki. Ja, wenn wir jetzt eine gleichzeilige Überschrift haben wollen, wie hier bei Kapitel 7, machen wir einfach das hier und wir haben, glaube ich, sechs Gleichzeichen müssten das sein. Sagen wir, das hier ist die Überschrift 1. Drücken wir auf Enter und wollen jetzt eine eingerückte Überschrift, haben wir hier ein Gleichzeichen weniger. Das müsstet ihr schon kennen. Rechts davon, genau, hier könnt ihr noch einmal wählen, wie viele Gleichzeichen ihr haben wollt. Hier habt ihr den internen und den externen Link. Diese fangen jeweils mit eckigen Klammern an. Das kennen wir aus dem Kapitel zuvor. So, was ganz interessant ist, sind Stichpunkte. Wenn ich jetzt sagen möchte, es untergliedert sich in Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt will man ein paar Stichpunkte haben. Ja, was macht man dann? Dann drückt man einfach hier drauf, wenn es ein nummerierter Listenpunkt sein soll. Der fängt mit zwei Leerzeichen und einem Bindestrich an. Sagen wir mal, das untergliedert sich in Teil 1. Wenn man Enter drückt, erscheint automatisch wieder diese zwei Leerzeichen und dieser Bindestrich, Teil 2. Genau, und das Ganze kann man auch als nicht nummerierten Listenpunkt darstellen. Dann ist es kein Bindestrich, sondern ein Sternchen, welches ja, diesen Listenpunkt 1 anzeigt. Und hier sagen wir Listenpunkt 2. So, was gibt es noch Interessantes? Wie man ein Bild einfügt, kennt ihr, man kann noch eine horizontale Linie im Wiki einfügen. Wenn es denn nötig ist, dann klickt man da drauf. Das sind nichts weiteres als vier Bindestriche. So, hier haben wir noch ein paar Smileys, die wir einfügen können. Sagen wir mal, diesen Smiley da, das ist ganz normal. Diese 8-0 kennt ihr aus dem Chatten. Und griechische Buchstaben haben wir hier auch. Zum Beispiel gut, das kennt man nicht aus dem Deutschen. Aber andere Buchstaben, wie das Mü, kann man auch super einfügen. Wenn wir hier weitergehen, dann hat man, ups, meine E-Mail-Adresse, die ist nicht so wichtig. Und ja, am besten, ihr experimentiert selber einfach mal ein bisschen damit rum. Wir drücken jetzt mal auf Speichern. Und wir sehen hier jetzt unsere Überschriften. Wieder unsere untergliederte Überschrift. Und hier jeweils unsere Listenpunkte. Einmal mit dem Bindestrich den nummerierten Listenpunkt und hier den nicht nummerierten Listenpunkt. Und was vielleicht ganz interessant ist, ab drei Überschriften, hier haben wir Kapitel 7, Überschrift 1 und diese untergliederte Überschrift, erscheint auch diese Box hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Überschrift wegnehmen würden, sagen wir mal die hier, wir drücken auf Speichern, dann würde diese Box hier nicht mehr erscheinen. Das heißt, ihr braucht mindestens drei Überschriften haben, damit diese erscheint. Okay, ich denke, ihr habt einen guten Einblick gewonnen in den WYSIWYG-Editor. Viel Spaß damit. Wir sehen uns.